Wir spielen Haus und Fuse habe ich mir nicht wegschnappen lassen. Ich bin von Ash heute überzeugt. Mal gucken, was es wird, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wir haben sogar einen Designer dabei. IQs Designerin. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Die schmeißen schon Kontaktgranaten. Hoppala. Ein Hick hat sich angebahnt. Stellsendermann haben sie auch. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Das ist ja nett. Oh. Okay, das Heck ist zu steil. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Was ist das denn? Na, der da. Noch 5 Sekunden. Entschärfer wurde zurückgeholt. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Vorsicht vor der Garage, vor dem Fenster da drüber. Meine Außenkamera ist kaputt. Ist unten verstärkt. Und mit aber die rechte Seite ist nicht verstromt. Steck mal den Fuse ab. Oh. Fuse ist gestorben. Ach, die schießt durch die Decke, die Tante. Nein. Ein Schuss. Wie das? Was macht? Lass doch die da oben sitzen. Nee, das war komisch. Der hat einen Schuss abgegeben. Fuse war sofort mit einem Schuss tot, nicht auch? Das schreit irgendwie gerade nach HACK. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Ja, war das Herzschlag, Mann? Wenn er da hochgehen will, dann soll er hochgehen. Toll. Ich glaube, es war Herzschlag, Mann. Der hackt ja von Haus aus. Es kommen keine Killcams. Die zu verfolgen, ey. Ich habe niemanden verfolgt. Ich bin einfach rein und habe mich gewundert, warum Fuse gestorben ist, einfach so durch einen Schuss. Und dann hat mich auch gleich der nächste Schuss erwischt, also der zweite. Kannst du ja unten irgendwo rein, wenn die alles verstärkt haben? Ich hab's doch aufgemacht. Weißt du, warum ich Ivana bin? Die linke Seite war mit Strom, die rechte Seite war frei. Auf der linken Seite habe ich den einen Strom noch weggemacht und habe da aufgemacht. Bin auch wieder rausgekommen. Wann hast du schon aufgemacht gehabt? Ja. Ich muss mal gucken, wie der hieß, der mich umgebracht hat. Ich glaube, der Xabus. Und das war der Herzschlagmann. Die Bomben sichern. Toll, über 2 Ebenen. Super. Womit hat der jetzt aufgemacht? Shotgun. Glaub schon. Die Gegner haben eine Kann ich nicht alle verstecken. Haben eine Bombe entdeckt. Verteidigen Sie.
bleiben noch 10 Sekunden. Hast du eine Wand zum Verstärken? Es bleiben 5 Sekunden. Ich suche Bombe vom Gegner entdeckt. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Genau an der Kante. Juhu. Bin tot. Schon eine Luke oben drin. Der Treppe ist es echt. Scherda, Leute. Na, nur der Kopf kommt raus. Das ist nicht abgedeckt, ist, ey. Der ist auch noch. Na, mal gucken. Ah, der A-Bomb ist gerade im Deck daneben. Kann markieren. Einen Entschärfer eingesetzt. Er muss zerstört werden. Entschärfer lokalisiert. Die Bomben schützen. Den Entschärfer deaktivieren. Eigener Trupp eliminiert. Mission. Hat wieder Zeit für eine stille Runde. Nein. Verklickt. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ich vergleiche mal auch. Ja, Kinderzimmer zum Beispiel und dann Arbeitszimmer. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Mhm. Hier kann ich die Kamera wieder nicht verstecken. Fragezeichen ist noch da. Entschärfer wurde erneut gesichert. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Lass mal Luftschlag machen. Außenkamera ist kaputt. Ist hier noch zu? Mhm. Dann fuse ich einmal. Einen habe ich. Mir nach. Wir machen das schon. Drohne Einsatz. Einer hüpft gerade Lobby runter.
Einer auf der Treppe unter der Kamera in der Lobby. Also links von dir. Geht to B. Geht to B. Ist immer noch an der Treppe. Tot. Ah, Treppenhaus ist er. Kraftstrau ist. B, Fuse, hallo. Na. Nein. Scheiße, ich war schon fast draußen, da kommt der noch an. Ich hätte, glaube ich, lieber rausspringen sollen. Ich meine ja eigentlich noch genug im Kinderzimmer. Ja, dir helfen, weil eigentlich noch genug im Kinderzimmer raus war von uns. In so einer Situation nicht machen. Ich hätte eher rausspringen sollen, weil das war nicht so hoch. Gar nicht rausspringen, schießen. Doch, nee. Ja. Zeit genug hatten wir noch, aber leider hatten wir nicht mehr genug Leben. Das war auf jeden Fall ein Knackpunkt und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.